Applikationskarten können Sie aus der FarmBlick-Community ganz einfach mit einem USB-Stick auf Ihr Trimble-Display übertragen. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Freischaltungen auf dem Display vorhanden sind. Zum Exportieren öffnen Sie das Import-Export-Menü und wählen die Schaltfläche Export. Anschließend wählen Sie in der Feldliste die Felder aus, von denen Sie Applikationskarten exportieren möchten. Mehrfachauswahl erfolgt ganz einfach mit gedrückter Steuerungstaste. Wählen Sie im Reiter Datenart Applikationskarten aus. Im Reiter Vorhandene Daten werden Ihnen alle Applikationskarten angezeigt, die Ihrer Auswahl entsprechen. Hier können Sie ebenfalls nach Vorgang zum Beispiel Düngung, Pflanzenschutz, Aussaat sowie nach Jahren filtern. Wählen Sie die gewünschten Applikationskarten aus, indem Sie diese grün markieren, und wählen Sie als Exportformat ISO XMLv3, der Download der taskdata.zip-Datei startet automatisch. Diese Datei finden Sie im Standard-Download-Ordner Ihres PCs. Um die taskdata.zip auf das Trimble-Display zu übertragen, kopieren Sie diese einfach auf einen leeren USB-Stick. Stecken Sie den USB-Stick in Ihr Trimble-Display und wählen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche Datenübertragung, setzen Sie im Datatransfer-Menü einen Haken bei Alle USB-Dateien anzeigen. Nach dem Anklicken der taskdata.zip-Datei fordert das Trimble-Display Sie auf, die ISO XML-Daten zu AG-Data-Daten zu konvertieren. Dies starten Sie durch Klicken auf Yes. Nach der erfolgreichen Konvertierung erscheint auf Ihrem USB-Stick ein neuer Ordner namens Output ISO XML. Öffnen Sie diesen sowie den darin befindlichen Ordner AG-Data, haken Sie alle darin befindlichen Ordner an und wählen Sie die Schaltfläche Kopieren. Je nach Datenmenge kann die Übertragung einige Zeit dauern. Wurde die Übertragung erfolgreich abgeschlossen, kehren Sie in das Hauptmenü zurück und wählen in der Feldauswahl Ihr gewünschtes Feld aus. Bitte beachten Sie, dass ein zur Applikationskarte passendes Produkt im Trimble-Display hinterlegt und ausgewählt sein muss. Ebenfalls muss die eingestellte Höchstmenge höher sein als die höchste Ausbringmenge der Applikationskarte. Um Ihre Ausbringkarte in die FarmBlick-Community rücklesen zu können, muss in den Einstellungen des Arbeitsgerätes die ISO-Aufzeichnung aktiviert sein. Beginnen Sie eine neue Aufgabe. Zum aktiven Arbeiten mit den Applikationskarten wechseln Sie nun mit dem Go-Symbol in den Arbeitsbildschirm. Hier klicken Sie in der rechten Auswahlleiste auf das RX-Symbol. Hier müssen Sie für Ihre Ausbringkanäle die jeweils passende Applikationskarte für Ihr Feld laden. Als Hilfestellung zeigt das Display Ihre aktuelle Entfernung zu den auswählbaren Applikationskarten an. Nach Auswahl der Karte haben Sie nochmals die Möglichkeit, Einheiten oder Faktoren wunschgemäß anzupassen. Durch anschließendes Tippen auf Speichern werden die Einstellungen übernommen und mit Zurück gelangen Sie wieder in den Arbeitsbildschirm und die Applikationskarte wird geladen.